Hallo und herzlich willkommen zurück zu oh Gott, Sons of the Forest im Full Release 1.0. Ihr habt es euch in den Kommentaren gewünscht und ich als Devor bin hier nur die ausführende Person. All das, was wir in dem letzten Jahr gemacht haben, zu resetten. Ich bin sehr laut gerade. Ich schreie. Entschuldigung. Und zu sagen, wir machen einmal neu. Alles. Alles machen wir neu. Und ich habe Bock drauf. Ihr habt es euch gewünscht. Und in meiner Welt ist heute Samstag. In eurer Welt, wenn alles gut läuft, YouTube mitspielt, mein Upload mitspielt, das Internet mitspielt, ist heute für euch Sonntag, 17 Uhr. Alles wie gewohnt auf diesem Kanal, was Sons of the Forest angeht. Und deswegen würde ich euch sagen, wir machen hier mal ganz floppig weiter. Und ihr habt Bock. Ich hab Bock. Sons of the Forest hab Bock. Meine Kopfhörer fallen auseinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie so lange aufgehabt, dass sie mit meinen Ohren verschmolzen sind. Und sich auflösen, was das Plastik angeht. Aber das ist eine andere Geschichte. Hashtag Mikroplastik. Ich wollte sagen, Hashtag Sons of the Forest. Nein, Hashtag neu. Hashtag neu einfach mal in die Kommentare, weil neu ist immer besser. Und deswegen legen wir jetzt los. Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, was da kommt. Nein, sind wir realistisch, wir wissen, was da kommt. Ich meine, wir haben das Spiel seit einem Jahr gespielt. Und jetzt Einzelspieler. Nicht weiterspielen. Neues Spiel. Devil, konzentriere dich. Ich habe gerade einen kleinen Mittagsschlaf gemacht und bin auf Pillen. Der eine oder andere merkt es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin ein wenig erkältet. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier und machen ein neues Spiel. Sons of the Forest 1.0. Es geht jetzt los. Ich habe mir gedacht, wir machen Hard Survival. Nein, Quatsch. Hard Survival. Stärkere Feinde. Raues Überleben. Das haben wir ja so oder so. Ich meine, völlig egal, was wir machen. Ich mache individuell. Einfach nur, wir haben die Story ja on gros schon durch. Es gibt jetzt noch so ein paar neue Geschichten und ich möchte was Neues machen. Ich möchte was Neues für euch machen und ich möchte ein neues individuelles Erlebnis für euch haben. Und deswegen spiele ich nach meinen eigenen Regeln. So nämlich. Individuell. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so alles machen können, weil das ist komplett alles neu für uns. Und Feinde lassen wir natürlich an. Gibt es hier noch was anderes? Nein, nichts. Feindliche Gesundheit normal, hoch. Nein, wir machen auf normal. Wir machen auch feindlicher Schaden auf normal. Feindliche Rüstung normal. Feindliche Aggression, alles ganz normal. Gibt es hier noch was? Niedrig, hoch, normal. Alles ganz entspannt. Feindliche Suchtrupps normal. Anzahl der Tiere. Ich meine, Tiere? Wir können nicht genug Tiere haben. Machen wir aber auf hoch. Einfach mal so, weil es geht. Umgebung. Startjahreszeit machen wir mal. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Weißt du was? Ich mach mal Frühling. Dann haben wir mehr vom Jahr. Ne? Weil das Jahr beginnt im Frühling. Das wissen wir alle. Warte, ich trinke mal ein Teechen. Alle, die noch nicht bereit haben, irgendwas zu trinken, zu essen oder so, jetzt die Chance. Dauert hier noch die eine oder andere Minute, bis wir eingestellt haben und ich trinke mein Teechen. Ich bin ready. Länge der Jahreszeit. Auch interessant. Kurz, Standard, lang, realistisch. Auf gar keinen Fall. Wir machen Standard. Tageslänge bleibt auch bei... Boah, schön, was man hier einstellen kann. Realistisch. 24 Stunden lang Tag. Ich denke nicht. Wir lassen das auf Standard. Niederschlagshäufigkeit lassen wir auch auf Standard. Gibt es ja auch ein realistisch. Was ist... Nee, hoch. Schade. Ich wollte schon sagen, was ist realistisch, was die Regenhäufigkeit angeht. Überlebensschaden. Was ist ein Überlebensschaden?
Schaden bei niedrigen Hydrations- und Füllgrad aktivieren. Nee, lassen wir auch auf normal. Effekte Verbrauchsgegenstände, die stehen also auch auf normal. Nachteile durch Kälte. Passt an, wie stark Kälte die Regeneration von Gesundheit und Ausdauer beeinflusst. Ausdauer mit T, ganz wichtig. Normal schwer. Weißt du was, wir machen mal. Passt an, wie stark die Regeneration von Gesundheit und Ausdauer beeinflusst. Ich würde mal sagen, normal. Weniger Lebensmittel in Behältern, verstehe ich nicht. Reduziert die Menge an Nahrung, die in Containern gefunden wird, sehe ich gar nicht. Lassen wir mal auf normal. Reduziert Munition in Containern, auf gar keinen Fall. Behälter werden beim Neuladen nicht wieder aufgefüllt. Behälter werden beim Neuladen nicht wieder aufgefüllt. Ich würde sagen, Behälter sollten aufgefüllt werden, sonst haben wir nämlich irgendwann richtig Stress. Gar keinen Bock drauf. Stand auch in den Kommentaren. Ich glaube, Dave hatte. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Dave war es gewesen. Ich habe Namen schwierig. Also irgendjemand hat es gesagt. Viele haben es gedacht. Und Dave hat es wahrscheinlich auch, wenn er es nicht gesagt hat, gedacht hat. Und auch Lutz, ganz ehrlich nochmal, Lutz, Respekt, dass du all meine Videos kommentierst, auch wenn sie noch so schlecht sind. Danke dafür. Und du hast es nicht gesagt, ich weiß es ganz genau, aber du hast es gedacht und ich habe es gefühlt. Welt im Inventar pausiert, lassen wir mal an, das ist gut so. Spieler lösen Fallen aus, was soll das? Meine eigenen Fallen? Never. Gebäudewiderstand. Was? Gebäudewiderstand? Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Gebäudewiderstand, dass das heißt, dass der Gebäudeschaden nicht aus sein kann. Habe ich gerade Angst vor, wenn ich ehrlich bin, weil wir machen hier übelste Baufolgen. Ich meine, Sons of the Forest, Story etc. bla bla bla. Aber wir wollen hier bauen. Ich mach das mal auf niedrig. Nee, Gebäudewiderstand machen wir auf hoch. In der Hoffnung, dass wir das vielleicht auch irgendwann, wir können es nicht ausmachen, kann das sein? Ach du Scheiße. Das heißt, wir können den Schaden nicht mehr auf Null setzen. Da habe ich Angst vor. Ich gucke mal, dass wir das im Inventar den Gebäudeschaden ausmachen können, weil sonst haben wir ja richtig Stress. Lange Rede, gar keinen Sinn. Start. Stelle Fallen auf, um kleine Tiere zu fangen. Und das haben wir so selten gemacht, ganz ehrlich. Wir fangen Tiere einfach mit unseren Händen. Kombiniere Stoff und Alkohol, mein Gott. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt haben wir ja fast 10 Minuten weg, ne? Und wir sind immer noch am Anfang. Also wir haben noch gar nichts gemacht. Aber hey, ganz ehrlich, die nächsten 800 Folgen, ihr kennt es doch. Ich mache, läuft übrigens in derselben Playlist weiter. Ich mache nur bei Sons of the Forest, mache ich ein 1.0 dahinter. Ja, also keine Staffel 2. Nee, ich mache ein 1.0 dahinter. So könnt ihr das entscheiden. Glaube ich. Ich denke, dass ich das so machen werde. Die Puffkorb. Wichtig. Ich bin mal ruhig.
Also, ich meine, dass wir da unten niemanden lebendig finden, halte ich für ein Gerücht. Fischei ist unser Feuerlöscher, weil er sitzt direkt unter dem Schild. Fischei, also wenn es brennt, Fischei ist da. Das ist schon mal gut. Kelvin, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht es noch gut. Noch lächelt er. Noch ist er froh und glücklich. Das wird sich ändern. Edward Pafton ist seit 31 Wochen vermisst. Das ist ganz klar. Barbara Pafton, wir haben sie alle schon kennengelernt. Ob sie jetzt anders sind, ich denke nicht, aber wir werden es sehen. Auch seit 31 Wochen. Und Virginia Pafton, ich liebe sie. Meine nächste Frau auf dieser Insel für die nächsten Jahre. Ich hier selber weiß das noch gar nicht, aber sie wird es sein. Die Sitemap. Welch detaillierte Map? Oh, schön, oder? Mal ganz ehrlich. Das ist schon mit Sonne, Regen. Sonne und Regen ist sowieso immer geil. Auch in der realen Welt. So, Leute, ich würde sagen, Exit, da oben steht es schon. Wir machen jetzt mal ein auf Exit. Und wir bekämpfen unsere Dämonen. Oder sie uns in den Höhlen. Oh nein. Wie konnte das passieren? Schade. Oh, scheiße. Richtige Scheiße. Richtige Scheiße. Die Endposition ist noch nicht erreicht. Nein! Fischei, oh Gott, Fischei. Bitte nicht. Er war mein Lieblingscharakter und ist jetzt schon tot. Oh, oh Gott. Hallo, silberne Jacke. Ey. Die Presse anscheinend, offensichtlich. Frag doch nicht so dumme Fragen. Hey, mach das nicht. Oh, das tat weh. Das tat weh. Wir sind in den Bergen. Hey. Schnee, Eis, alles scheiße. Geht schon wieder beschissen los. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh, ein Fluss. Hallo, Inventar. Da drüben robbt jemand im Schnee. Ich kann mir vorstellen, wer es ist, aber als erstes füge der Matte Gegenstände hinzu, um sie zu öffnen oder zu kombinieren. Okay, wir machen hier mal das Notfallkit auf, direkt gleich als erstes, weil wir wissen ja, wir werden es brauchen. Ich bin Gangster, ich habe es mit links aufgemacht, nicht mit rechts. Entfernen, gehen wir nicht auf den Sack. Wir machen das mal auf die 1, ganz kurz, weil wir haben ja nichts anderes. Feuerzeug. Oh ja, wir sind in den Bergen. Hey, geil. Wir haben eine Map. Finde Team B03. Finde die Pafton Family. Zoome das... Was? Zum Zoom des Trackers drücken. Okay. Also. Wir sind hier. Es hätte uns nicht schlechter treffen können, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwo im Wald runterkommen. Das ist nicht der Fall. Uff. Wir müssen... Ich bin gerade überlegen. Ich will natürlich, dass... Wir kennen, wie gesagt, die meisten von euch kennen es ja. Ich will auf jeden Fall erstmal Richtung Katana laufen. Wo ist denn das? Oh nee, das ist genau auf der anderen Seite. Oh no. Oh Gott, ich habe jetzt schon Bock drauf.
Nicht. Okay, also wir brauchen, pass auf, Schlachtplan. Helikopterabsturz. Wir müssen das Katana finden, weil das das Werkzeug ist, was wir überhaupt am meisten brauchen. Und das ist genau auf der anderen Seite der Insel. Was soll ich dazu sagen? Wir haben es einfach echt scheiße getroffen, obwohl hier sind Fische drinne. Wenn ich jetzt Stöcker hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich den einen oder anderen Fisch schon mal rausholen. Warte mal kurz. Okay, wir gucken. Ach, halt die Klappe, Kelvin. Ganz ehrlich. Du gehst mir die nächsten 800 Folgen schon auf den Sack. Da brauchst du mir nicht jetzt auch schon auf den Sack gehen. Warum spricht er und kann Töne von sich geben? Was soll das? Ich möchte das nicht. Das ist ungewohnt. Batterien, Tabletten, alles schön, alles toll. Was ist hier? Ein Hase. Oh Gott, ja, einmal alles neu. Es ist ein Traum. Komm, Kelvin, ich befreie dich aus deinem Elend. Ich sag mal so. So aktiv wie jetzt wird er nie wieder sein. Und wir wissen das alle. Hallo. Na, alles klar bei dir? Hey, Boy. Oh nein. Folge mir. Das ist das Beste, was du machen kannst. Folge mir oder lauf einfach weg. Diese beiden Entscheidungen hast du jetzt. Diese beiden Optionen. Und was machst du? Du folgst mir. Okay. Lerne die Grundlagen des Bauens. Improvisiertes Survival-Handbuch. Ich will mal kurz gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. Oh, das ist alles noch so leer hier. Oh, ist das süß. Ich kotze gleich. Ist alles noch so einfachstes... Einfachster Survival Guide. Okay, Hütte bauen und so, alles klar, alles schön, alles toll. Gibt es irgendwas Neues? Steine? Noch nie gehört, dass es hier Steine gibt. Ist mir ganz, ganz fremd einfach alles. Was haben wir hier noch? Fensterläden, hey, ja, die sind mega scheiße übrigens, by the way. Die werden wir definitiv nicht bauen. Gesundheitsmischung. Ah. Energiemischung. Ach cool, dass wir das jetzt auch als Rezepte haben. Fortgeschrittene Kochkunst. Das ist mein Metier. Ja, gut, okay. Was haben wir hier? Jagdunterschlupf. Ja, gucken, ob es was Neues gibt. Die Hütte, ganz ehrlich, werden wir nicht bauen. Macht ja alles gar keinen Sinn. Ja. Oh, das ist neu, ne? Kleine Plattform, so hochgestellt. Mit unendlich viel. Wir brauchen dafür unendlich viele Baumstämme. Und auch mittelgroße Plattform, da brauchen wir auch unendlich viele Baumstämme. Das ist neu. Stuhl aus Stöcken, Holzbank, Knochenstuhl. Ciao, Kelvin. Oh, Stuhl, Couch. Oh, das sieht ja mega bequem aus. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Ja, das kennen wir. Kennen wir auch. Großes, ja, können wir auch. Ich hätte gern große Steinlager. Aber gut, ich glaube, der Zug ist mittlerweile abgefahren, ne? Querständer, Brennholzlager, Trockengestell, ja. Sprengstofflager ist neu und Pfeillager ist auch neu. Waffenregal kennen wir. Regenfänger, Kamin kennen wir auch. Vogelhaus. Kennen wir auch, glaube ich. Explosive Stolper. Das ist neu. Molotow-Stolperdraht ist, glaube ich, nicht neu. Okay, cool. Gibt ein bisschen was Neues. Pack das weg. Danke. Ja gut, okay, wir looten hier erstmal alles leer, ihr kennt es. Medizin brauchen wir immer. Also wir brauchen alles mittlerweile. Brauchen wir wieder alles immer.
Munition ist total super. Oh. Fischei! Fischei, bist du's? Fischi, ist alles okay bei dir? Ich habe die Befürchtung, dass bei ihm nicht alles okay ist. Ich kann mich täuschen. Vielleicht kommt er noch nach. Ich glaube aber nicht. Naja, gut, okay. Also, das heißt, wir müssen... Oh, hier ist noch ein Koffer. Wir müssen... Oh, was macht man zuerst? Pass auf. Also, wir haben ja hier... Wir sind jetzt gerade hier. Ich bin aber überlegen, erst die Ausrufezeichen abzukaspern und dann auf die andere Seite zu gehen. Weil wir wissen ja noch gar nicht, dass auf der anderen Seite die Höhle ist mit, ne? Also der Bunker. Das wissen wir ja noch nicht. Wir bekommen da die P8, da... P8? Ist es eigentlich eine P8? 9mm auf jeden Fall. Da bekommen wir die Shotgun und da bekommen wir, glaube ich, andere Dinge. Ich glaube einfach nur fast nichts. Okay, pass auf, wir machen das. Wir sind dumm und wir gehen einfach da erstmal die Ausrufezeichen. Gehen wir jetzt ab. Das heißt, die nächsten Folgen... Der Nebel ist auch nicht mehr bei den Bergen, ne? Finde ich cool. Ich hätte es gerne splitten, um hier relativ schnell nach unten zu kommen. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich springe, bin ich tot. Ich nehme erstmal ein bisschen Medizin. Wie leer dieses Inventar ist. Das bin ich gleich gewohnt. So sieht das aus, wenn das leer ist. Krass. Ja nun. Taktische Jacke. Was habe ich denn jetzt gerade an? Offensichtlich die taktische Jacke. Okay. Wir gehen hier nach unten. Wir gehen hier drüben nach unten. Kelvin, komm mal mit. So. Ärgerlich. Schon habe ich nasse Füße. Hier sind ganz viele Steine. Naja gut, okay. Ich revidiere ganz viele. Hier sind Steine. Also, mein Plan ist, dieses Mal, ich meine die Burg, hey, ganz ehrlich, Leute, ich baue die Burg nicht nochmal neu. Auf gar keinen Fall. Aber wir werden ein See oder auch, also wir werden ein Hotel am Wasser bauen. Das ist das Ziel. Und ich glaube, damit sind wir schon mal ganz gut bedient. Ich weiß noch nicht, wo. Ich bin am Überlegen, wie ich es gerade tatsächlich mache, weil ich möchte eigentlich Sons of the Forest wieder interaktiv machen. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn ich jetzt für... Ich muss lange aufnehmen, weil ich bin... Ich überlege gerade, wie ich es mache. Wenn ich... Heute ist bei mir Samstag. Wenn ich jetzt eine Folge aufnehme, dann kriege ich die heute noch auf den Samstag hochgeladen. Aber das hilft mir, glaube ich, nicht, weil ich will ja auch noch Pacific Drive weiter aufnehmen. Ich weiß, der eine oder andere dachte, nee, scheiß drauf. Nein, ich mache es aber trotzdem. Auch für die Leute, die jetzt nicht Sons of the Forest begeistert sind. Das sind zwar die wenigsten auf meinem Kanal, aber ich würde gerne ein breites Spektrum an Let's Plays auf meinem Kanal haben. Ich weiß, es ist für mich mega anstrengend, 3 Videos am Tag hochzuladen. Schon allein, weil ich jetzt... Ich kann ja überwiegend nur am Wochenende aufnehmen. Die meisten von euch wissen das. Und in der Woche bin ich viel unterwegs, aktuell noch. Und da fällt es mir halt echt schwer. Warte mal kurz. Das hilft weiter. Ja, ich bin noch nicht 100%. Ich weiß noch nicht. Ich habe es jetzt bei mir fast 13 Uhr. Oh, es wäre eigentlich ganz cool, diese Folge heute schon hochzuladen, oder? Ich meine, überleg mal, pass auf. Wenn dann schneiden etc. Also schneiden dauert nicht so lange. Ich mache ja nicht so viel Schnitt, ne? Also eigentlich fast gar nichts. Aber wenn dann dauert ungefähr so 20 Minuten. 15 bis 20. Und hochladen dauert ungefähr 1,5 Stunden. Warte mal, wir haben es jetzt 13. Ah, es könnte sein,
wenn ich das heute hochlade, das Video, dass es nicht in Full HD auf Seiten YouTubes gerendert ist. Warte mal kurz. Ich muss hier rüber. Boah, ich habe aber... Boah, es fällt mir so schwer gerade, da irgendwie so timeline-technisch in meine reale Welt und in eure Welt, die für mich überhaupt gar nicht real ist. Ich meine, ist klar, ne? Schwachsinn. Da irgendwie so einen roten Faden reinzubekommen. Ich meine, ich habe jetzt mega Bock aufzunehmen, aber ich habe auch mega Bock, das Ganze irgendwie so interaktiv zu machen wie möglich, dass ihr auch entscheiden könnt, wo wir hier bauen. Weißt du? Bam, 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 bam. Deswegen bin ich halt gerade am Überlegen, wie ich das am blödesten mache, dass es für alle Beteiligten funktioniert, weil, ey, ganz ehrlich, ich muss ein ganz großes Danke sagen, dass das letzte Video, wo ich gesagt habe, okay, also wo ihr entscheiden konntet, wie wir weitermachen, mega, mega krass gewesen, auf jeden Fall. Also nicht das Video, sondern eure Kommentare darunter und wie ihr abgestimmt habt und auch gesagt habt, hey, ich muss hier hoch, scheiße. Mach mal bitte neu. Und das, die meisten von euch haben halt gesagt, lass einfach mal neu machen, damit wir auch gar nichts verpassen, weißt du? Und deswegen mache ich das auch neu. Es gibt ein paar, die gesagt haben, mach da mal weiter. Aber die meisten, und ihr konntet entscheiden, ich muss ja noch weiter höher, dass wir das neu machen. So. Und ich würde ganz gerne, dass ihr entscheiden könnt in den Kommentaren, was wir bauen und wo wir bauen. Aber gerne auch mal was... Oh, ficken! Gerne auch mal was Neues. Sei doch nicht so laut hier. Ich erzähle doch gerade. Gerne auch was Neues. Ich habe Bock, wie gesagt, ein Hotel am Strand zu bauen. Das wird... Cool. Das wird scheiße genug werden, weil am Strand halt keine Hölzer sind. Kein Baumaterial ist und wahrscheinlich auch keine Steine sind. Das heißt, wir müssen einen Spot finden, wo es Holz gibt und wo es Steine gibt. Damit Calvin auch ein bisschen was zu tun hat, ne? Deswegen bin ich gerade am Überlegen, wie ich es mache. Also, es würde bedeuten, wenn ich dieses Video heute am Samstag jetzt hochbeladen bekomme und ich mache heute nur diese Aufnahme, würde bedeuten, dass es eventuell morgen keine Aufnahme geben wird, wobei das stimmt nicht. Ich könnte, wenn ich morgen Sonntag anfange, könnte ich auch hochladen. Also das geht auch. Lass mich mal bitte laut nachdenken. Ah! Warum? Ich habe dir nichts getan. Ich habe keine Waffe oder sonst irgendwas. Fick dich! Willst du mich verarschen? Warum sind denn die so aggressiv? Ey, ganz ehrlich? Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, ich hasse alles. Ich hasse jetzt schon wieder alles. Ich hasse die. Ich hasse die hier alle. Ich hab euch nichts getan. Ich bin total friedlich. Ich habe nicht einen Baum gefällt. Das Einzige, was ich mir genommen habe, ist ein Stock. Ist das Sous-Vide-Garn, was sie da machen? Der Typ, der da oben drauf, das ist schon Sous-Vide, oder? Ich habe nichts gemacht. Warum sind denn die so aggressiv? Und warum bin ich so schnell down? Ja gut, ich habe keine Rüstung oder sonst irgendwas. So ist das, wenn man keine Rüstung hat und keine Waffen. Dann ist man so schnell down, dreimal geschlagen und Finn. Boah, ich habe... Ach, Manno. Also, wir haben jetzt ja kurz Zeit. Wir können kurz entspannen, damit ich meinen Gedankengang vielleicht mal zu Ende quatschen kann. Die halbe Stunde ist nämlich schon vorbei. Sehe ich gerade. Nervt mich gerade tierisch. Ich habe da nicht mal gespeichert oder sonst irgendwas. Calvin, töte sie alle! Calvin, hilf mir! Calvin! Ich hab Calvin. Der rennt hier durch und lässt mich hier? Willst du mich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Du bist nichts zu gebrauchen. Jetzt schon. Hätte ich nicht schon ein Jahr lang dieses Spiel gespielt, hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, Leute, es geht gar nicht. Nein, also, ich pass auf. Oh, was passiert hier? Calvin, kannst du mir helfen? Calvin, hilf mir!
Kevin! Ich hänge hier und du rennst an mir vorbei. Also, dass die so aggressiv sind, ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Wollt ihr mich jetzt fressen? Dürfte ich vielleicht mal irgendwann zu Ende reden? Dürfte ich meinen Gedanken vielleicht irgendwann mal zu Ende erzählen? Wir machen das so. Ich lade die Folge jetzt hoch. Die kloppen sich. Ich find's super. Guck mal, die kloppen sich. Da hinten. Und das gucken sie her. Ich hab das gesehen. Wir machen das so. Lass mich in Ruhe. Lass mich nicht. Ich will doch irgendwann mal hier einfach zu erzählen. Ne? Ich lade die Folge jetzt hoch. Dann kommt die heute noch. Für euch. Exklusiv. Es ist nichts passiert. Null. Überhaupt nicht. Aber ihr könnt jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Ihr könnt entscheiden jetzt, wo bauen wir? Was bauen wir? Wo machen wir was? Und dann lese ich mir heute Abend die Kommentare durch. Und morgen nehme ich neu auf. Das hat zur Folge, dass die anderen Videos, die werden irgendwann dadurch, dass ich halt, guck mal, pass auf, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich in Hamburg, übergebe da meine Messestände, vielleicht übergebe ich mich auch auf den Messeständen, weil sie scheiße sind, aber das glaube ich nicht, vielleicht übergebe ich mich einfach aus Prinzip. Schnauze. Und habe keine Zeit aufzunehmen, auch in der Woche nicht. Pacific Drive und was ist noch, Thief Simulator, die enden irgendwann kommende Woche. Ich will es so machen, dass Sons of the Forest immer noch mein Hauptvideo ist auf diesem Kanal, wenn ihr wollt. Und deswegen würde ich sagen, ihr kommentiert heute fleißig. Umso mehr Kommentare, umso mehr weiß ich ganz genau, dass ihr das sehen wollt. Also reinschreiben in die Kommentare, was wollt ihr sehen? Was wollen wir bauen zusammen? Was wollt ihr sehen, was ich baue, wo ich mich wieder rumschlagen kann? Ne? Wir werden wieder in alle Höhlen gehen, wir werden alles, wir werden die Story machen und so weiter und so fort. Ne? Auch solche Dinge werden wir immer wieder sehen. Kein Ding. Und deswegen würde ich sagen, ich habe zwar Bock drauf, jetzt hier noch weiterzumachen, an dieser Stelle, aber ich sage nein. Also doch, ich werde ganz kurz hier, ne? Aber egal. Ihr schreibt jetzt in die Kommentare rein, was ihr sehen wollt. Wichtig, wenn ihr nichts reinschreibt, gibt es auch nichts zu sehen. Dann mache ich mein eigenes Ding. Dann ist wieder mein Kopf on point und dann mache ich mein eigenes Ding. Und dann baue ich mir eine kleine 2x2 Meter Hütte, packe mir da ein Bett rein, schlafe da drinne und das war's gewesen. Eure Entscheidung. Oder wir bauen ein Hotel. 8 Etagen. Doppeletagen logischerweise. Und wir gucken und ich möchte wissen, wie hoch kann man in diesem Spiel bauen? Ich möchte eine Plattform haben. 10x10 mindestens. Mit Meerblick. Und allem drum und dran. Aus Holz und aus Stein gebaut. Kombi. Das will ich machen. Aber ihr, wie gesagt, sagt jetzt, was ihr machen wollt mit, wie gesagt, einmal Hashtag alles neu und natürlich auch, was wollt ihr sehen? Wichtig. Sowas zum Beispiel. Das möchte ich sehen. Das erheitert mein Herz auch einfach. Da bin ich wieder glücklich. Ich rette Kelvin jetzt erstmal. Ihr schreibt es in die Kommentare rein. Ich mache hier nochmal kurz, ich komme kurz aus dem Lager, speichere mal eben, dass wir hier nichts verloren haben und deswegen geht die Folge auch ein bisschen länger, ist aber völlig egal. Aber trotzdem könnt ihr jetzt schon in die Kommentare schreiben. Ey, wirklich, ganz wichtig, ganz viele Kommentare schreiben. Das hilft mir. Auch mal liken. Auch mal alle, die sonst nicht liken, liken. Und auch einfach mal abonnieren. Auch die Leute, die sonst nicht abonnieren und immer gucken, abonnieren. Das hilft mir. Euch kostet es nichts. Und ich will, der nächste Step sind die 500 Abonnenten, da sind wir ganz kurz davor. Bitte einfach, ich würde mich so mega freuen. Ne? Und lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen hier jetzt ganz kurz weiter. Ihr kommentiert heute Abend und ich werde morgen früh eine Aufnahmesession starten und werde dann am Sonntag auch das nächste Video um 17 Uhr wie gewohnt wieder raushauen. Ne? Und dann natürlich auch für die nächsten Tage. Das Sons of the Forest nicht pausiert, aber die anderen Geschichten werden zwischendurch mal, hier Pacific Drive und Thief Simulator werden zwischendurch mal, da wird es keine Folgen geben, aber ich glaube, damit könnt ihr leben. Okay, 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 also.
Bitte unterstützt mich, das wäre so super. Habt ihr im letzten Video gemacht und ich weiß, dass ihr das auch könnt. Ich weiß, dass ihr das könnt und dass ihr da Bock drauf habt. Und guck mal, ich reagiere ja auch auf alles. Also, was ich mitbekomme. Vielleicht bekomme ich... Hau ab! Lass mich in Ruhe! Nun. Also, auch damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was Scheiße! Was ist das Kacke, ey? Wie kann das denn? Das ist ja noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert bei dem Game. Ich zock das seit, weiß ich nicht, 340 Folgen, seit über einem Jahr. Ne? Och Mann, ey, über einem Jahr vor allem. 340 Folgen, jeden Tag kommt eine Folge über ein Jahr. Meine Zeitrechnung ist eine andere. Oh Mann, ey. Und jetzt haben die mich wieder einmal geschlagen und ich bin tot. Ey, ganz ehrlich. Komm, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Würde ich sagen, komm, schreib bitte. Was ist das Scheiße? Oh, ich fühle mich wie ein Noob, Alter. Ich fühle mich wie ein Noob. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll das denn? Ich wurde 7 Stunden am Arsch. 7 Minuten gefühlt habe ich überlebt. Ne? Oh Mann, ey. Das ist doch... Oh, ist das Kacke, ey. Ich kann nicht mehr. Ich piss mir ein. Wirklich. Oh, Scheiße. Vielleicht habe ich auch gerade ein bisschen. Egal. Was soll ich sagen? Unterstützt mich einfach, bitte. Ich flehe euch an. Ich kann das nicht alleine. Ihr müsst mir helfen, dass ich das hier durchstehe. Ich kann da nicht sein. Wie kann man denn? Ein Schlag tot. Oh, fickt euch alle. Oh, ganz ehrlich, habe ich nicht gesagt. YouTube, habe ich nicht gesagt. Ich liebe euch alle. Bis gleich. Ciao. Und bitte kommentieren. Bitte, 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 bitte. Bis gleich. Tschüss.